In diesem Video zeige ich euch, wie in der neuen Destiny 2 Erweiterung die Hexenkönigin, egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Veteran, die neue Powerlevel-Grenze von 1560 effizient und rasch erreicht. Emmanuel. Explain the game. Hierzu zunächst eine kleine Auffrischung, was dieses Powerlevel überhaupt bedeutet. Kurz gesagt, gibt es den Gesamtwert eurer Stärke wieder. Das bedeutet, je höher euer Level ist, desto stärker seid ihr. Dabei ist es so, dass gewisse Aktivitäten wie Missionen, Raids, aber auch gewisse PvP-Matches euch ein gewisses Level abverlangen. Das heißt, ihr müsst ein gewisses Power-Level erreicht haben, damit ihr an diesen Aktivitäten teilnehmen könnt. Wenn ihr in solchen Aktivitäten dann seid, spürt ihr den Power-Level-Unterschied sehr stark. Seid ihr über der empfohlenen Grenze, könnt ihr mehr Schaden austeilen und auch mehr einstecken. Seid ihr wiederum unter dem empfohlenen Level, steckt ihr mehr Schaden ein und könnt weniger Schaden an den Gegnern austeilen. Ist der Unterschied zu hoch, also seid ihr viel zu niedrig für die Aktivität, werdet ihr schnell sterben und so gut wie keinen Schaden am Gegner ausrichten. Egal ob Veteran, Wiedereinsteiger oder kompletter Neuanfänger. Alle Charaktere, auch wenn ihr eine frisch erstellt, starten mit Destiny 2 der Hexenkönigin automatisch beim Power Level 1350. Diese 1350 sind das sogenannte neue Grundlevel. Das bedeutet, egal ob ihr nun wenig, viel oder gar nicht gespielt habt, hier startet ihr auf jeden Fall los und könnt beginnen, das Spiel und die Story zu genießen. Das Power Level bestimmt sich dabei nach dem Durchschnitt der derzeit ausgerüsteten Gegenstände. Das heißt, zu Beginn des Spiels habt ihr alles Gegenstände mit dem Level von 1350. Und nun, wenn ihr mit dem Spiel loslegt, bekommt ihr durch Missionen, Bossgegner, Herausforderungen den wertvollen Loot, welchen ihr anlegt und somit euer Power Level Stück für Stück steigern könnt. Dabei gibt es nun einige Grundregeln zu beachten, damit ihr in diesen Power Level schnell und rasch steigt und vor allem keine Belohnungen verschwendet. Euer erstes Ziel liegt nun darin, das sogenannte Soft Cap zu erreichen, die sogenannte weiche Grenze, wenn ihr möchtet. Diese liegt mit dem Start von Destiny die Hexenkönigin bei 1500. Das bedeutet für euch, dass jeder Loot, der droppt, egal von Gegnern, ob blau, ob lila, ob exotisch, auch Belohnungen von Herausforderungen und Missionen werden euch zuverlässig weiterbringen. Es wird immer stärker droppen als das Level, das ihr momentan habt. Das heißt also für euch kurz gesagt, bis ihr das Level von 1500 erreicht habt, könnt ihr spielen und machen, was ihr wollt. Ihr werdet automatisch in eurer Stärke steigern und immer besseren und stärkeren Loot erhalten. Euer nächster Schritt besteht dann darin, das sogenannte Power Cap zu erreichen. Und dieses liegt momentan bei 1550 Power. Wie erreicht ihr dieses Power Cap? Sobald ihr die Grenze von 1500 erreicht habt, also das Soft Cap von vorhin, ist es nicht mehr so, dass jeder Loot und jede Belohnung euch automatisch stärker macht. Vielmehr müsst ihr euch dann darauf konzentrieren, sogenannte mächtige und Spitzenreiter-Ausrüstungsbelohnungen zu erhalten. Zu den mächtigen Belohnungen zählen im Prinzip die meisten Belohnungen, welche ihr aus der Erledigung von verschiedensten Aktivitäten erhält. Dazu zählen einfach gesagt im Prinzip alle Belohnungen, welche ihr aus dem Abschluss von gewissen Missionen, Herausforderungen und Matches erhaltet. Zum Beispiel den Abschluss von mehreren Strikes, die Rufsteigerungen bei PvP, Strike und Gambit, aber auch der Abschluss von gewissen Missionen und Herausforderungen. Alle solche Dinge belohnen euch entweder mit mächtiger oder Spitzenreiterausrüstung. Und diese werden dann auch wieder verlässlich über dem Level droppen, welche ihr momentan habt. Und so könnt ihr auch das Power Cap von 1550 ziemlich rasch erreichen. Last but not least kommen wir dann zum sogenannten Hard Cap. Ich nenne es auch gerne die Spitzenreitergrenze. Diese liegt nun mit Hexenkönigin und der ersten Saison bei 1560. Ihr merkt also, es sind nur noch 10 Levelunterschiede im Gegensatz zum Power Cap. Diese 10 Level sind aber dafür auch um einiges schwieriger zu erreichen. Wieso? Ab einer Grenze von 1550
helfen euch nur noch sogenannte Spitzenreiterbelohnungen, euch im Level zu steigern. Die ganzen mächtigen Belohnungen, also mächtige Ausrüstungsgegenstände von vorhin, droppen nun nicht mehr über eurem aktuellen Level, sondern nur noch die Spitzenreiterbelohnungen. Und zu den Spitzenreiterbelohnungen gehören zum Beispiel der Abschluss von exotischen Quests, Raids, Dungeon-Abschlüsse, kurz gesagt, alles Dinge, die etwas schwerer oder zeitlich intensiver sind. Auch hier hilft ein Blick in die Karte, welche euch mit einem Symbol unter Beschriftung anzeigt, ob es sich um eine Spitzenreiterbelohnung handelt. Neben all diesen Grenzen gibt es noch ein kleines Sahnehäubchen, welches die Jagd nach den ganzen Items ein bisschen vereinfacht. Mit jedem Start einer neuen Saison erhaltet ihr ein sogenanntes Artefakt und dieses Artefakt levelt ihr automatisch durch das Spielen des Spiels und den Abschluss von gewissen Herausforderungen. Auch dieses Artefakt gibt euch einen sogenannten Power Level Bonus, das heißt, mit dem Artefakt habt ihr ein paar Punkte mehr Power Level, als ihr tatsächlich durch die Ausrüstung gerade habt. Beim Droppen von Ausrüstungen wird dieses Artefakt Power Level Bonus jedoch nicht mit hineinberechnet. Der Artefakt Bonus dient daher nur dazu, euer Level ein wenig zu steigern und daher euch ein bisschen stärker zu machen oder es euch zu erleichtern, gewisse Aktivitäten überhaupt spielen zu können. Jetzt, wo wir die ganze Theorie einmal durchgegangen sind, hier meine Praxistipps, damit ihr das gerade Gesprochene auch wirklich im Spiel mit Spaß und Freude umsetzen könnt. Zunächst einmal spielt ihr das Spiel einfach so, wie ihr möchtet und erreicht automatisch die Grenze von 1500. Hier müsst ihr euch nicht weiter den Kopf zerbrechen. Sobald ihr eure 1500 erreicht habt, macht ihr euch dran und spielt die ganzen offenen Missionen, welche ihr noch habt, eventuell auch exotische Missionen, spielt PvP, steigert euren Ruf bei den Fraktionen. Auch hier bleibt euch die freie Hand, was ihr spielt, nur werdet ihr hier nur noch dann steigen für den Abschluss von tatsächlichen Missionen und Herausforderungen. Der Loot, den die Gegner quasi beim Besiegen fallen lassen, wird euch nicht mehr automatisch weiterbringen. Sobald ihr dann die 1550 erreicht habt, gibt es zwei Varianten. Ihr könnt euch dann nicht mehr weiter mit der Theorie beschäftigen und einfach die Spitzenreiter-Herausforderungen rauf und runter spielen, bis ihr 1560 erreicht. Oder ihr nehmt euch folgenden Tipp zum Herzen, der ein bisschen grübeln und die Hilfe einer Website benötigt, damit ihr das Ganze noch effizienter machen könnt. Ich verlinke euch dazu die passende Stelle aus meinem letzten Power Level Guide von der letzten Saison, welche auch jetzt noch gilt, nur mit den alten Zahlen, wo ich euch zeige, wie ihr euer Spitzenreiter Cap schneller erreichen könnt, indem ihr gezielt gewisse Gegenstände farmt und so verhindert, den wertvollen Spitzenreiter Loot unnötig oder doppelt zu erhalten. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, wie ihr ganz schnell in Destiny 2 die Hexenkönigin ein Power Level von 1520 erreichen könnt. Mit der Hexenkönigin hat Bungie eine tolle Kampagne abgeliefert und diese könnt ihr entweder von Anfang an oder auch später auf Legendär spielen. Auf Legendär unterscheiden sich die Missionen insofern, als dass diese ein bisschen knackiger sind, da Gegner ein bisschen mehr aushalten und ein bisschen mehr austeilen und ihr ein bisschen sorgsamer spielen müsst. Ihr könnt diese Missionen solo oder auch mit Freunden spielen. Das Schöne daran, sobald ihr alle Missionen, also alle 8 Stück, auf Legendär abschließt, bekommt ihr automatisch ein Ausrüstungsset, welches aus 1520er Teilen besteht. Das bedeutet, wenn ihr gerade neu beginnt oder noch vorhabt mit dem Spiel zu beginnen, überlegt es euch, die Kampagne sofort auf Legendär zu starten. Es ist ein wenig knackig, macht aber extrem viel Spaß und belohnt euch damit, dass ihr schon sofort nach der Kampagne mit Level 1520 loslegen könnt. Hier von mir der Hinweis, dass ich diese Missionen alle solo geschafft habe und zwar mit einer komplett neuen Klasse, ohne exotische Waffen, ohne hochgepimpte Ausrüstung. Die Guides dazu werde ich in nächster Zeit hochladen und hoffe, dass sie euch hier weiterhelfen werden. Unabhängig davon hoffe ich natürlich auch, dass dieser Videoguide euch hier geholfen hat, euch ein Update gegeben hat, wie nun das Power-Level-System mit der Hexenkönigin funktioniert. Und wenn ja, freue ich mich natürlich über ein Abo, damit ihr auch künftig keine Destiny 2 Guides verpasst. In der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen, viel Erfolg
und bis zum nächsten Mal. Euer Emanuel.